Herzlich willkommen zum heutigen Pressegespräch der AfD-Bundestagsfraktion. Ja, es ist Halbzeit der Ampelregierung und wir haben nach dieser Halbzeit, nach vorgängigen 16 Jahren Angela Merkel, eine ubiquitäre Krise. Diese Krise setzt sich zusammen aus einer Vertrauenskrise, aus einer Energiekrise, aus einer Wirtschaftskrise, Bildungskrise, Migrationskrise. Und das in einer Form, die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bisher nicht dagewesen war. Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung haben kein Vertrauen in den deutschen Bundeskanzler. Das ist ein Rekordspitzenwert. Zwei Drittel der Menschen in diesem Land haben kein Vertrauen in diese Bundesregierung. Das ist auch ein Höchstwert. Über 80% der Bevölkerung sind gegen die Entscheidungen der Ampelregierung. Es ist ein Spitzenwert. 80% sind gegen das verabschiedete Heizungsgesetz. 80% sind gegen die Abschaltung der Kernkraft. Über 80% sind gegen das Verbrennerverbot. Und zusammengefasst bedeutet das nichts anderes als eine Vertrauenskrise in die deutsche Bundesregierung, in den deutschen Bundeskanzler, in die Institutionen des deutschen Staates und vor allen Dingen auch, dass hier Politik gemacht wird gegen die ideellen und materiellen Interessen der eigenen Bevölkerung. Nach dieser Halbzeit können wir sagen, dass Deutschland in einer elementaren Krise steckt, die nur durch Wahlen entschieden werden kann. Wir sind gerade mitten im Landtagswahlkampf von Hessen und Bayern. Hier werden wir gute Ergebnisse erzielen. Und im nächsten Jahr werden wir in den ostdeutschen Bundesländern Rekordergebnisse für die AfD erwarten. Insgesamt, und Sie kennen das aus unseren Reden, aus unserer Programmatik, geht das hier so nicht weiter. Die Menschen sind hochgradig unzufrieden und es ist einem Staat wie Deutschland, einem Industriestaat, nicht angemessen, so eine Politik durchlaufen zu lassen von einer Laientheater-Schauspielergruppe, die sich dort oben versammelt, die auch institutionell als auch von der Ausbildung her überhaupt gar nicht über die Qualifikation der Funktion verfügt, die sie eben ausfüllen. Wir haben eine hochnotpeinliche Außenministerin, die in dieser kritischen Phase für die Bundesrepublik Deutschland, Stichwort Ukraine-Krieg, sich permanent in Halbsätzen verspricht, wie im Januar mal eben im Nebensatz Russland den Krieg erklärt, sich nun gerade versprochen hat, indem sie der Volksrepublik China auf die Füße getreten ist. Das ist auch wiederum ein völlig unnötiger Fauxpas gewesen. Und auch hier sieht man, dass dieser Bundesregierung der Kompass fehlt in allen Kernfragen. Der Kompass muss sein, die eigenen nationalen Interessen zu vertreten. Und das sehen wir vor allen Dingen bei dem Beispiel Baerbock in extremer Form verletzt. Es werden hier nicht nur die inneren Interessen der Bundesrepublik Deutschland verletzt, sondern vitale außenpolitische Interessen. Der Vizekanzler, da geht es weiter, ein vormals Kinderbuchautor, der sich anschickt, hier ein Superministerium zu haben, das Wirtschafts- und Energieministerium, in dem die Energiepreise politisch in die Höhe getrieben werden, auf Rekordwerte getrieben werden durch das EEG. Zeitgleich hinter den eigenen Zielen zurückbleibt, und zwar den CO2-Ausstoß zu reduzieren, aber zeitgleich durch die Revitalisierung der Kohlekraftwerke den CO2-Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland erhöht hat. Sie merken, es passt kein Stein auf den anderen. Es fehlen die roten Linien überall dort, wo man hinsieht.
Und mein lieber Kollege Tino Chrupalla wird auch über die migrationspolitische Krise in diesem Land sprechen. Und ich möchte es heute dabei bewenden lassen. Wir stehen hier vor einer Wegmarke und wir sagen hier ganz klar, dass es so nicht weitergehen kann. Ich bedanke mich. Richtigerweise, danke, lieber Alice, was Migrationspolitik in diesem Land angeht, dass sich eigentlich in die gleichen Krisen der eben genannten Krisen einreiht und wir eine Innenministerin haben, die genauso in diesem Amt absolut das größte Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik Deutschland aktuell darstellt, wenn man die Migrationsströme gerade in den östlichen Bundesländern sieht. Wir schauen nach Lampedusa, aber ich kann da nur jedem Journalisten empfehlen, nach Sachsen, nach Brandenburg, nach Thüringen zu schauen, was dort an der deutsch-polnischen, an der deutsch-tschechischen Grenze passiert. Das sind Bilder, die Lampedusa gleichkommen. Hunderte Migranten wechseln dort die Grenze, illegal sowieso, werden aufgenommen. Die Bundespolizei hat mittlerweile komplett ihre Arbeit fast aufgegeben, weil sie schon dermaßen überfordert ist. Die normale Polizei muss sich mittlerweile mit diesen Zuständen auseinandersetzen und bleibt eigentlich für die normale polizeiliche Arbeit kaum noch Zeit übrig. Was sagt Frau Faeser? Sie spricht hier im Bundestag vorige Woche von Schleierfahndung, was immer das für sie bedeuten mag, weil aktuell eben keine Grenzkontrollen und auch keine Grenzsicherung durchgeführt werden. Jetzt sagt sie und gibt bereits stationäre Grenzkontrollen vor, diese vorzubereiten. Aber das ist durchschaubares Wahlkampftaktik, um in Hessen noch die SPD vor einem nicht ganz so schlechten Ergebnis zu retten. Aber es ist durchschaubar. Wir fordern und haben es immer gefordert, endlich auch die Leistungen für Migranten von Geld auf Sachleistungen umzustellen, um genau diese Pull-Faktoren zu begrenzen, zurückzuführen und endlich Grenzkontrollen im deutschen Interesse, im Sicherheitsinteresse der Bürger durchzuführen. Vor allem auch unsere Sozialkassen, die mittlerweile geplündert werden von Heerscharen, von jungen Männern, die weder eine Ausbildung haben, weder der deutschen Sprache mächtig sind, weder überhaupt auf dem Arbeitsmarkt verfügbar wären. Und deshalb muss sich hier endlich diese Migrationskrise beendet werden. Wir brauchen hier nicht, wie Herr Söder, von Obergrenzen sprechen. Das Boot ist voll. Wir sagen ganz klar, es ist genug. Wir müssen jetzt anfangen, wirklich nur noch die politisch Verfolgten aufzunehmen, deren wirkliches politische Verfolgung nachgewiesen ist. Alle anderen Migranten haben in der Bundesrepublik Deutschland, die ein besseres Leben suchen, nichts zu suchen. Vertrauen ist angesprochen worden in die Bundesregierung und Vertrauen, wie kann man Vertrauen zurückgewinnen, indem man auch Aufklärung betreibt. Und das passt heute zum aktuellen Jahrestag der Sprengung, genau vor einem Jahr, was die Nord Stream-Leitung angeht. 3 Stränge der 4 Stränge wurden gesprengt, ein Terrorakt auf die Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland. Was bleibt, sehen wir aktuell in der wirtschaftlichen Lage. Die deutsche Wirtschaft schrumpft, die Verbände und Unternehmen warnen vor der Deindustrialisierung. Gestern hat auch BDI-Präsident Russwurm schon bereits die Wertschöpfung und auch die Arbeitsplätze der energieintensiven Industrie am Standort Deutschland in Gefahr gesehen. Und bereits, das haben ja auch die Umfragen mittlerweile gezeigt, der DIHK, dass über 1/3 der Betriebe auf gepackten Koffern sitzt und auch Deutschland schon verlässt. Nord Stream hat über 100 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr geliefert, genauso viel wie Deutschland im Jahr 2021 verbraucht hat. Die Energiepreise sind seither, gerade was Gas anging, haben sich verdoppelt, zu 2016 sogar verdreifacht. Bei Strom genauso, wir haben Strompreise 300% teurer als noch vor 3 Jahren. Viktor Orban hat im Interview erwähnt, hätte man ihm South Stream weggesprengt, wäre es für ihn ein Kriegsgrund. Wir haben im Deutschen Bundestag einen Untersuchungsausschuss gefordert. Die Union sagt, es liegt eigentlich gar kein internationales bzw. deutsches Interesse vor, hier Aufklärung zu verfolgen. Wir sagen ganz klar, wir wollen hier Aufklärung. Die Täter müssen vor Gericht gestellt werden und auch natürlich müssen diese Zahlungen, was die Reparatur, die wir fordern, genau den Tätern auch in Rechnung gestellt werden. Nord Stream muss repariert werden, da muss unsere Infrastruktur gesichert werden und das ist nicht nur für Deutschland gut, sondern für den gesamten europäischen Markt. Vielen Dank.
Ja, was ich jetzt auch erlebe, gerade in meinem Wahlkreis, dass der Transporter voll mit jungen Männern über die Grenze gefahren ist, ergibt sich ja auch ein großes Sicherheitsrisiko, die teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit, die Schleuser sind mittlerweile so brutal und gehen brutal vor, dass ihnen sämtliches menschliches Leben auch egal ist, auch mit den Migranten, die nach Deutschland illegal eingeführt werden. Deshalb ist es gut und wäre gut, wenn man zumindest an der Grenze schon mal diese Schleuser stoppen könnte und auch diese Schleuserkriminalität, was mittlerweile ein Milliardengeschäft ist, was auch die Nachrichtendienste bestätigen, zu unterbinden und hier endlich auch zu signalisieren, es gibt keine weitere Migration und dass diesen nicht noch sozusagen der Boden bereitet wird.